Hey Freunde, in diesem Video habe ich euch so kompakt wie möglich die in meinen Augen wichtigsten Tipps zu jeder der 8 Stationen beim HYROX zusammengefasst. Das ist also das perfekte Video, wenn du dich gerade auf deinen ersten HYROX vorbereitest oder deine Zeit beim nächsten Mal verbessern willst. Wenn du coole Fitness-Challenges wie HYROX, Megamarsch, Marathon und so weiter genauso liebst wie ich, dann abonniere am besten direkt meinen Kanal. Da findest du nämlich eine Menge Tipps und Inspirationen zu genau diesen Themen. Und jetzt auf in den Wettkampf! Die erste Station beim HYROX ist 1 Kilometer Skiwerk. Das ist gewissermaßen immer noch euer Warm-up, also versucht auf jeden Fall nicht zu überpacen. Testet im Voraus, welche Geschwindigkeit ihr pro 500 Meter realistisch halten könnt und orientiert euch dann daran. Letztendlich macht ein schneller Pace im Vergleich zu einer moderaten Geschwindigkeit nur 30 Sekunden aus, also lohnt sich das nicht wirklich. Nutzt euer ganzes Körpergewicht und die Schwerkraft, um dann mit niedriger Frequenz, aber hoher Zugstärke zu ziehen, und die Arme gehen erst ganz am Ende, gehen dann gerade wieder nach oben zurück, um den schnellstmöglichen Weg zu nutzen. Ihr könnt den voreingestellten Widerstand vor dem Start am Gerät von 7 auf 10 hochregeln, sodass ihr noch effizienter seid. Die zweite Station beim HYROX ist der Sled Push und damit die schwerste Übung des gesamten Wettkampfs. Hier spielt tatsächlich Traktion eine Rolle, das heißt versucht, die Laufschuhe zu wählen, die etwas mehr Grip haben. Wenn ihr den Schlitten einmal in Bewegung habt, dann versucht ihn auch in Bewegung zu halten, allerdings nie bis zu dem Punkt des Muskelversagens. Sich von da aus zu erholen wird sehr, sehr schwierig. Es sind insgesamt 4 Bahnen, also 2 Bahnen hin und zurück, und ich habe jeweils an der Hälfte eine Pause gemacht, um mich kurz zu erholen. Achtet darauf, dass ihr mit den Händen ungefähr 20 bis 30 cm unter der Griffoberkante greift, um so den ganzen Körper besser hinter den Schlitten legen zu können und einen perfekten Kraftübertrag zu haben. HYROX Station 3 – Sled Pull. Das ist eine Übung, die man schnell unterschätzt, das Gewicht ist doch relativ hoch, deswegen solltet ihr aufpassen, dass ihr euren Puls so früh im Rennen nicht zu sehr in die Höhe treibt und auf jeden Fall muskulär nicht zu sehr übersäuert. Für die meisten wird es zu schwer sein, nur aus den Armen zu ziehen, deswegen würde ich das wirklich nur sehr, sehr starken Personen empfehlen. Die gängigste Technik ist, mit den Armen weit vorne zu greifen und dann aus einer Art Kniebeuge nach hinten aufzustehen und den Schlitten in der Bewegung mitzunehmen und bis zur hinteren Kante der etwa 2 Meter großen Box zu gehen. Die Arme bleiben lange gestreckt und ziehen am Ende impulsartig nach hinten und außen, sodass das Seil danach nicht im Weg rumliegt. HYROX Station 4 – Burpee Broad Jump. Wer schon mal Burpees gemacht hat, weiß, dass es eine Übung ist, die den Puls sehr schnell in die Höhe schießen lassen kann. Das Ziel ist also hier nicht in den kompletten Reservebereich zu gehen, sodass das restliche Rennen dadurch beeinträchtigt wird. Das schaffst du, indem du einen konstanten Bewegungsrhythmus hältst, der es dir trotzdem noch ermöglicht, zwischen den Wiederholungen zu atmen. Du darfst laut Regelwerk beim Heruntergehen eine Ellbogenlänge Platz zwischen den Füßen und deinen Händen lassen. Bezogen auf die Technik gibt es unterschiedliche Varianten. Eine Variante ist, wie im Video zu sehen, der gesprungene Burpee. Manche bevorzugen aber auch ein gehendes Aufstehen, bei dem man den Schwung aus dem Aufstehen mitnehmen und in den Sprung nach vorne transferieren kann. Egal welche Variante ihr bevorzugt, versucht die Arme mitzunutzen, um den Schwung nach dem Aufstehen noch besser mitnehmen zu können. Teste am besten im Voraus, welchen Rhythmus du über einen längeren Zeitraum halten kannst. HYROX Station 5 – Rowing. Versucht in ungefähr 30 Grad Oberkörpervorlage mit dem Zug zu beginnen und ungefähr in 30 Grad Oberkörperrücklage zu enden. Der Zug wird mit langen Armen aus dem ganzen Körper ähnlich den Kreuzheben durchgeführt und erst am Ende kommen die Arme mit einem impulsartigen Zug. Beim Rudern geht es nicht darum, schnell und viel zu ziehen, sondern ihr seid dann am effektivsten, wenn ihr eine eher moderate Frequenz und dafür eher hohe Zugstärke beibehaltet. Sorgt ihr bei hohem Output eine vergleichsweise niedrige Herzfrequenz und könnt besser atmen. Es ist erlaubt, bevor ihr anfangt zu rudern, den voreingestellten Regler zu justieren. Testet im Voraus, welcher Widerstand euch am besten liegt, und testet am besten auch einen Pace, an dem ihr euch in dem Rennen dann orientieren könnt. Ähnlich dem Skiergometer ist das Rudern nicht unbedingt die Disziplin, wo man besonders viel Zeit rausholen kann. Versucht also eher eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten und eher etwas Kraft für die letzten 3 Disziplinen zu tanken. HYROX Station 6 – Farmer's Carry. Am Anfang dieser Station werdet ihr Chalk, also Kreide, finden, die ich auf jeden Fall nutzen würde, um einen besseren Griff zu haben. Greift die Kettlebell eher am vorderen Rand des Griffes, sodass ihr mit dem Gelenk des Zeigefingers etwas mehr Stabilität auf die Kettlebell bringen könnt. Wenn ihr große Hände habt und damit schon etwas Erfahrung gesammelt habt,
könnt ihr den Hook Grip nutzen, bei dem ihr den Daumen mit den Fingern umschließt. Das Wichtigste bei dieser Disziplin ist, dass ihr versucht, mit den Kettlebells zu laufen. Dadurch spart ihr euch eine Menge Zeit unter Spannung und könnt eure Griffkraft schonen. Lauft allerdings nicht so schnell, dass die Kettlebells zu stark anfangen zu bouncen. Das könnt ihr zusätzlich dadurch verhindern, dass ihr die Schultern leicht nach vorne hängen lasst. So liegt das Gewicht der Kettlebells schon leicht vorm Körper, sodass sie weniger gegen die Beine pendeln und ihr etwas entspannter laufen könnt. HIROX Station 7 Sandbag Lunges. Das ist die muskulär ermüdendste Übung im kompletten HIROX-Wettkampf. Dementsprechend solltet ihr versuchen, die Time Under Tension durch schnelle Ausfallschritte möglichst kurz zu halten. Und außerdem könnt ihr durch das Heranstellen des Fußes, bevor die nächste Wiederholung beginnt, für einen kurzen Moment die Spannung aus der Muskulatur nehmen. Versucht den Sandsack etwas weiter hinten auf euren Schultern zu platzieren, sodass ihr freier atmen könnt und der Brustkorb nicht so sehr komprimiert wird. Findet dann euren Rhythmus und versucht dabei zu bleiben. Sollten eure Oberschenkel extrem stark brennen, könnt ihr durch eine leichte Oberkörpervorlage in der Bewegung verstärkt die Gesäß- und Rückenmuskulatur nutzen. Vermeidet extrem lange Ausfallschritte. Die sparen kaum Distanz, ermüden eure Beine aber deutlich schneller. HIROX Station 8 Wall Balls. Positioniert euch ungefähr eine Armlänge vom Rack entfernt, versucht den Oberkörper eher aufrecht zu halten und nutzt bei dem Stoß vor allen Dingen erst die großen Muskelgruppen über die Knie- und Hüftstreckung, bevor ihr die Arme streckt. Haltet die Ellbogen unter dem Ball und lasst den Ball beim Auffangen nie unter Brusthöhe sinken. Um die Schulter zwischendrin etwas zu entlasten, könnt ihr die Hände von oben über außen zurückführen und so einen kreisförmigen Rhythmus kreieren. Startet ruhig mit einem relativ großen Satz, aber geht auf keinen Fall ans Limit. Versucht also eine mittelgroße Satzgröße zu finden, die ihr immer wieder reproduzieren und dabei technisch sauber bleiben könnt. Denn No Reps gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Diese zerstören nämlich gerade jetzt am Ende des Wettkampfs absolut die Moral. Lasst den Ball bei der letzten Wiederholung vor der Pause bewusst fallen und fangt ihn nicht mehr auf, um etwas Kraft zu sparen. Lasst eure Pausen nicht zu lange werden, denn an dieser Stelle ist der Wettkampf nur noch Kopfsache. Hier solltet ihr also alles rausholen, was noch im Tank ist. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, sodass du bei deinem nächsten HIROX einfach noch mehr Spaß haben kannst. Okay, solange man bei HIROX überhaupt von Spaß reden kann. Lass mir gerne ein Like da. Und wenn du wissen willst, wie meine Erfahrung bei meinem ersten HIROX Pro in Maastricht bei den European Championships aussah, dann schau auf jeden Fall das nächste Video. Da spreche ich übrigens auch nochmal ausführlich über das Thema Laufen, also die andere Hälfte des HIROX. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Philipp. Ciao.